Entwöhnung von der maschinellen Beatmung ist sicherlich ein hochkomplexes Thema. Man schwankt auf der einen Seite zwischen einem, sagen wir mal, sehr, sehr strikten Regime, in dem sie zahlreiche Kriterien und Grenzwerte definieren, zum Beispiel für spontane Atemversuche. Und Weaning ist im Prinzip nicht mehr vom Begriff als eine graduelle Reduktion der ventilatorischen Unterstützung am Beatmungsgerät, die wir dem Patienten im Laufe der Behandlung auf der Intensivstation geben. Schauen wir uns mal den Weaning-Prozess selber an. Und was haben wir eigentlich für verschiedene Phasen? Und weitere relevante, sagen wir mal, Termini aus dem Begriff des Weanings sind infektiologische Aspekte. Auch das etwas, wo man eigentlich nur an der Oberfläche bleiben kann, weil auch das nochmal thematisch separat dargestellt wird. Die nichtinvasive Beatmung hat eine zunehmende oder bekommt eine zunehmend tragende Rolle im Bereich der Entwöhnung der maschinellen Beatmung, eben auch insbesondere bei COPD-Patienten. Weiterer sozusagen Aspekt ist die ICU-Acquired Weakness. Auch da nur ganz kurz, dass es da verschiedene Termini gibt. Sonographie, Zwerchfelldicke ist eine Sache. Das Zweite, was immer mehr kommt, sind, Stromverfahren, also Elektrostimulation. Und wir wissen auch, dass in Deutschland mittlerweile 15.000 bis 30.000 invasiv dauerbeatmete Patienten mit Stoma in Heimbeatmungseinrichtungen mittlerweile liegen. Weaning-Versagen und Klasse 3 oder Gruppe 3 Patienten haben eben komplexere Verläufe, haben eine höhere Sterblichkeit und wir haben einen zunehmenden Bedarf an spezialisierten Weaning-Einrichtungen.